Die meisten hier auf TikTok sind sowas von fake. Und ich habe dazu keine Lust. Ganz ehrlich, ich schaue unheimlich viele TikToks. Und wenn ich dann so manchen Creator mit seinem perfekten Leben sehe, denke ich, was soll das? Ich meine ganz ehrlich, wir sind doch alle nicht perfekt. Bei uns allen steht das Geschirr auch mal einen Tag rum. Bei uns allen steht der Wäscheständer bestimmt 2 Tage zu viel da. Bei uns allen sollte vielleicht einmal mehr gesaugt werden. Unser Auto könnte vielleicht auch öfter eine Wäsche vertragen. Den Müll könnten wir bestimmt gleich rausbringen. Aber das machen wir doch alle auch nicht immer. Und mein Leben ist genauso unperfekt wie das von allen anderen. Und ich versuche euch eigentlich nur die Realität zu zeigen, wie es für mich als alleinerziehender Papa hier ist. Das ist oft sehr, sehr anstrengend und oft auch sehr belastend. Klar liebe ich meine Kinder über alles und ich liebe auch meinen Job über alles, aber trotzdem sitze ich abends auf dem Sofa und bin manchmal völlig fertig. Klar habe ich auch Ziele, die ich erreichen will hier auf TikTok und klar sichert mir das meinen Lebensunterhalt, was ich hier tue. Und trotzdem finde ich, kann man das auf eine andere Art machen, als nur zu sagen, hey, bei mir ist alles toll. Was ihr allerdings an der Stelle mal machen könntet, ist das Plus wegmachen, weil das würde mir helfen. Denn so transparent will ich auch immer sein, wenn ihr das Video bis zu Ende guckt und ein Follow da lasst, dann hilft es mir einfach, hier mehr zu verdienen. Besser verdienen heißt für mich an allererster Stelle immer mal, die Kinder besser versorgen zu können. Und vielleicht in Zukunft auch Träume zu ermöglichen, die wir alle noch haben.